Hallo und herzlich willkommen. Das wollte ich euch mal nicht vorenthalten. Die größte Powerstation der Welt. Wir haben uns gedacht, kommen wir rüsten mal Blue Yeti auf das Maximale auf. Und wie wir es hier stehen haben, haben wir jetzt 3072 mal 4 und eine AC300 dazu. Das ginge noch mehr. Es ging noch 2000 Wattstunden mehr, indem man eine Powerstation nehmen würde, die auch einen Akku eingebaut hat. Die hätte aber dann nur 2 kW Ausgangsleistung. Hier haben wir 3 kW insgesamt. So, was kann man hier sehen? Man sieht eine AC300 von Blue Yeti. Ich muss ja auch sagen, ich bin großer Fan von Blue Yeti. Ein bisschen was hat es damit zu tun, dass das Thema PV, also das große Thema bei mir ist natürlich, dass das Ganze als unterbrechungsfreie Stromversorgung laufen soll. In Verbindung mit PV ist bei mir gar nicht so wichtig. Das heißt also, man kann ja hiermit super Strom erzeugen über Solarzellen. Das ist auch direkt vorgesehen bei den Geräten. Die haben Eingänge direkt für Solarzellen hier an der Seite drin. Aber jetzt im Moment haben wir den 230 Volt Eingang jetzt benutzt. Das Coole ist, man kann das hier verbinden. Man sieht sehr schön über diese starken Stromkabel, die hier dabei sind, über einen speziellen Systembus von Blue Yeti. Der ist Plug and Play. Man steckt es einfach nur ein und damit kann ich diese 4 Batteriebänke mit jeweils 3072 Wattstunden, die kann ich jetzt parallel schalten. Das habe ich auch gemacht und da kann ich euch mal ein bisschen gleich was dazu erzählen, was jetzt das System kann. Also insgesamt nominal etwa 12.300 Wattstunden. Das ist ja schon mal was. Also wenn ich jetzt überlege, wir backuppen hier 2 NAS-Systeme. Also hier haben wir NAS-Systeme von Synology. Die hängen hinter einer Firewall von Ubiquiti und da haben wir jetzt 2 Stück. Insgesamt haben wir hier so an die, ich kann nur ungefähr schätzen, an die 30 Festplatten hier drin, 40 Festplatten, und die werden automatisch in die Cloud dann gebackupt. Das Ganze hängt an 2 Fritzboxen, 6850 in dem Fall, und noch einer Glasfaserleitung und noch einem zweiten Anschluss. Die Fritzboxen hängen jeweils an Richtantennen dran und sorgen dafür, dass der Empfang gut ist. Und das System ist im Moment eigentlich nur dazu da, dieses System hier im Falle eines Stromausfalls inklusive dem Fernsehsender, der ist nebenan, also wir machen auch von hier aus im Moment noch die Fernsehprogrammierung, das zu versorgen. Also das System nimmt im Moment sich 380 Watt. Und wir haben ja gelernt, also hier haben wir rund 12.000 Wattstunden. Wir könnten also etwa 3000 wären ungefähr 10 Stunden. Man könnte ungefähr 40 Stunden das System jetzt hier betreiben bei Stromausfall. Also fast 2 Tage am Stück. Wobei man dann ja auch einzelne Systeme jeweils runterfahren können. Aber 2 Tage ist, ich denke, für die NAS-Systeme schon ganz gut. So. Also, was sieht man hier? Also zurzeit haben wir die App von Blue Yeti, habe ich hier verbunden. Wir haben also jetzt einen Batteriezustand von 93%. Wir entnehmen dem Stromnetz ungefähr 1,6 Kilowatt. Die PV ist nicht angeschlossen, die macht natürlich 0 Watt. Und zurzeit haben wir einen Ausgang von 377 Watt, 380 Watt. So, auch hier wieder mal ein kurzer Belastungstest. Wir haben nochmal einen 2 kW Heizlüfter dran. Das ist aber wirklich Kindergeburtstag, man macht ihn an. Die Spannung sinkt ja um 1 Volt. Das kann ich verkraften auf 227 Volt. Was macht meine Sinuskurve? Die ist erhaben. 50 Hertz auf den Punkt genau getroffen. All das funktioniert. Und hier kann ich auch hier diverse Einstellungen machen. Ist jetzt so verbunden, dass das Gerät als USV läuft, als unterbrechungsfreie Stromversorgung. Hier sehe ich die Akkupacks. Also insgesamt habe ich jetzt Batteriepacks hier dran. Mal ein bisschen rüber. Insgesamt 4 Stück, also Akkupack 1, 2, 3 und 4. Die sind jeweils parallel angeschlossen, da wir im Moment mehr Strom
entnehmen, als wir reinstecken in die Batterien, sind die alle am Entladen im Moment. Also was haben wir gemacht? Hier unten läuft der Heizlüfter mit 2 kW. Der Ausgangsstrom im Moment sind jetzt 2,3 kW und reinkommen 1,6 kW. Warum kommen nur 1,6 kW rein? Das kann ich euch sagen. Ich habe nämlich hier bei Einstellungen gesagt, dass die Strombegrenzung beim Netzstrom auf 7 Ampere läuft. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das kann man einstellen. Ich kann aber auch hier sagen, ich möchte gerne 10 Ampere haben. Und dann gehen auch schon 2,3 kW vom Stromnetz rein und 2,2 kW raus. Aber ich bin großer Freund davon, man muss ja nicht zu stark aufladen, wenn man es nicht unbedingt muss. Wir haben ja genug Leistung hier. Und damit auch die Anlaufströme nicht so stark sind, würde ich mal sagen, gehen wir mal auf 7 Ampere. Und in dem Moment kommen 1,7 kW vom Stromnetz rein, 2,3 kW gehen raus. Man kann das auch noch runter takten auf zum Beispiel 5 Ampere. Und jetzt müssten etwa 1,2 reingehen. So, mache ich den Heizlüfter aus. Dann können wir mal aus Spaß Folgendes machen. Also es läuft ja gerade, die USV läuft gerade dran. Wir ziehen mal den Netzstrom. Das können wir eigentlich relativ easy machen, indem wir hier mal die 230 Volt abziehen vom Waipu-Stecker. Weg ist es. Habt ihr irgendwas gemerkt? Ihr habt gar nichts gemerkt. Die Spannung ist da. Und eins kann ich euch versprechen, also die Umschaltzeit ist so gering, dass beziehungsweise die existiert hier gar nicht, weil das einmal komplett über das System zwischengepuffert wird und somit natürlich extrem empfindliche Geräte optimal zwischenpuffert. So, jetzt ist der Strom, vom Stromnetz kriegen wir jetzt 0. Ausgang ist immer noch 2,2 kW, 50 Hertz Sinusspannung. So, jetzt schieben wir es nochmal rein. Jetzt fängt es aber an, ein bisschen zu blasen hier. Ein bisschen wärmer. Wir schrauben das Ganze mal fest. Das ist also hier schon ordentlich versorgt mit dem Waipu-Stecker hier drauf. Der ist jetzt festgezogen. Und damit haben wir wieder einen Eingang von 1,2 kW aus dem Stromnetz. Ja, Ganze ist Plug and Play, B300, Lithium-Eisenphosphat. Das heißt, wir können also dieses Thema einige tausendmal auf- und abladen. Ich denke, für die nächsten 10 bis 15 Jahre ist hier Ruhe. Ich schalte noch mal kurz den Heizlüfter ab, denn es wird warm. Und ja, so als USV-Lösung ist das gar nicht schlecht. Ich zeige euch noch ein paar Sachen, was hier mit drin ist, dass ihr das Ganze mal sehen könnt. Und zwar, also habe ich einmal die Eingangsstrombegrenzung, die kann ich hier einstellen. Dann habe ich hier die Möglichkeit, den Eco-Modus zu aktivieren, dann wird das Gerät auch leiser. Ich bin jetzt im Standard-USV-Modus, das heißt, ich habe das Gerät als unterbrechungsfreie Stromversorgung betrieben, kann das auch zeitgesteuert machen, kann auch einen PV-Vorrang machen, also dass zunächst mal die Photovoltaik aufgeladen wird und dann anschließend Netzstrom entnommen wird. Es gibt einen Ruhemodus, also der ist auch ganz interessant. Dann wird das System leiser. Aber da ich hier kein Problem habe, können wir es ruhig ausmachen. Und den maximalen Netzeingangsstrom habe ich euch schon gezeigt. Also hier kann man PV parallel aktivieren, also kann man sagen entweder oder. Und man kann auch das Bluetooth, das haben wir ja gemacht, und WLAN kann man aktivieren. Auch das habe ich eingebunden, ihr habt es eben gesehen. Die App war also hiermit verbunden. Abschaltzeit vom Display habe ich auf niemals gestellt. Die Hintergrundhelligkeit, die kann man hier nochmal einstellen, damit man das auch ordentlich sehen kann. Aber ansonsten kann man hier nicht allzu viel machen. Also man hat noch ein paar Daten. Man kann zum Beispiel hier die Netzstromeingangswerte, die kann man lesen. Und man kann natürlich auch das Ganze auf dem AC-Ausgang nochmal sehen. Also 49,99 Hertz haben wir im Ausgang. 376 Watt gehen raus
Und der, warte, ich guck mal gerade, DC-Ausgang, den haben wir jetzt nicht, PV-Aufladung, Netzstrom-Eingang, AC-Ausgang brauchen wir nicht. Und wir haben noch eine Akku-Info. Hier sieht man also, hier sind 4 Akkus eingebaut. Und das sind dann jeweils die Zustände. Batterien, hier kann ich jetzt jeweils die Akkus anwählen. Da sehe ich also 85%, 93%, das wird alles angezeigt. Und der Status jeweils von der Batterie, weil das ist hier zu sehen. Ja, es ist simpel, aber es funktioniert. Sollten alle Stricke reißen, habe ich mehrere Möglichkeiten. Ich kann also einmal die B300 aufladen, explizit jede B300 nochmal mit einem eigenen DC-Input. Das heißt also, ich kann also hier von 12 bis 60 Volt, 10 Ampere, also 600 Watt, kann ich hier reingehen, kann die aber auch mit einem Strommodul aufladen, damit es schneller geht. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, im Blue Yeti Standard-Netzteile anzuschließen. Das passt auch hier an das System rein und kann es also so machen, dass es nicht über die AC300 aufgeladen wird, sondern schnell parallel. Das ist besonders dann wichtig, wenn ich nur kurz mal Strom habe oder ich will wirklich zu bestimmten Zeiten, wenn Nachtstrom billig ist, dann aufladen. Dann kann ich das so natürlich programmieren, dass ich nachts aufladen kann. Das Ganze mal 4. Dann habe ich noch einen DC-Ausgang mit 120 Watt drauf und einen USB-Ausgang jeweils mit 100 Watt. Den kann ich hier also nochmal extra aktivieren und habe nochmal eine optische Kontrolle hier dazu da. Eigentlich total simpel, aber es funktioniert. Also du kannst einfach Strom rausstecken, während alle Geräte angeschlossen sind. Eine Überlast, wir hatten mal 3,8 kW dran, überhaupt kein Problem. Und die Systeme sind unglaublich robust. Also sie sind gedacht für Handwerker auf der Baustelle. Und hier so ein großes System, das macht mir natürlich große Freude. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie sich das Ganze entwickelt. Also hier 12.000 Wattstunden USV mit Blue Yeti. Tschüss.